Harry sagt guten Morgen zum aktuellen Wettervideo heute hier am Strand von Playa de Ingles. Ja, mal was anderes. Es ist 7 Uhr und 50 Minuten. Stimmt nicht, es ist 8 Uhr und 50 Minuten, so wollte ich sagen. Sonnenaufgang ist um 7 Uhr 53 gewesen. 19.51 Uhr ist der Sonnenuntergang. Ja, und ich bin seit 7.25 Uhr unterwegs, bin die Strecke hierher gelaufen und zeige euch jetzt mal hier den Strand von dieser Seite. Das sind schon wieder Erdbewegungen, als ob ich das anziehen würde. So, hier der Blick auf das Hard Rock Café, die Bungalow-Anlage Santa Ana und unsere Strandpromenade. Bis zum Rio Palace. Die aktuellen Wetterdaten. Ich habe jetzt hier kein Thermometer, aber gefühlt sind es 24 Grad. Der Wind soll heute böig werden bis 40 Stundenkilometer. Und die Luftfeuchtigkeit im Moment 75%. Aber ich sage, das ist weit über 80. Das kann nämlich gar nicht stimmen, was die da schreiben. Höchstwerte wieder um die 30 Grad, Tiefstwerte heute Nacht waren es 19 Grad am Thermometer an der Hauswand. So, und hier fängt der Strand, die Strandpromenade Anexo Dos an, oder je nachdem hört sie auf, wie man das sagen möchte. Von welcher Seite aus man das betrachtet. Ja, ist auch mal schön von dieser Seite aus zu sehen. Ja, auch ein Erlebnis der besonderen Art. Ich bin ja sonst meistens in Maspalomas. Ja, vielen Dank fürs Teilen der Videos, fürs Abonnieren, fürs Weiterleiten, für die netten Kommentare und fürs Beantworten der Kommentare. Das macht ihr ganz gut, denn viele haben viel Erfahrung und können die Fragen beantworten. Für die neu hinzugekommenen ganz einfach, der Kanal ist dafür da, um den Kontakt aufrechtzuerhalten von eurer Lieblingsinsel Gran Canaria und den Menschen ganz einfach zu zeigen, was es Neues gibt und einmal mit dem aktuellen Wetter. Das ist das morgendliche Wettervideo und dann mit der Realität, die am Nachmittag oder am Abend dann kommt. Für die Menschen, die wissen wollen, was geht hier ab, wie sieht's aus, was verändert sich. Und für die Menschen, die gar nicht mehr kommen können aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen oder ganz einfach aus Altersgründen, um denen zu zeigen, wie sich ihre Insel, die die ja irgendwie ein bisschen auch mit aufgebaut haben, weil sie immer oft Urlaub gemacht haben, was da draus geworden ist und wie es aussieht. Das ist der Sinn und Zweck. Und das möglichst hautnah mitzuerleben und zu geben. So, und da vorne, das sind die Liegestühle, weil mich ja immer gefragt werden, was ist mit den Liegen. Da vorne am Anfang des Strandes
auf der rechten Seite vom Meer aus gesehen, also hier jetzt, da gibt es die Liegen. Ja, es gibt ja wirklich Menschen, die in Maspalomas wohnen und nicht einmal hier bis hier hinkommen. Und am Tag ist es vielleicht zu weit, zu anstrengend, zu heiß, und in der Nacht, da gibt es vielleicht wenig Anziehungspunkte, um hierher zu kommen. Ja, und da würde ich sagen, da würde eine Renovierung längst überfällig sein. Die haben die beste Lage hier und die schlimmste Deko. Das könnte man auch abstellen und verändern. Aber was soll's? So, hier der Hauptplatz sozusagen, der Mittelpunkt vom Anexodos. Da kommt man, und da gehe ich nachher die Straße nach hoch am Sandy Beach vorbei. Und da könnt ihr dann ja ganz einfach mit dabei sein. Das ist das andere Video, was ich aufnehme, was ich sende. Habe ich unterwegs von Maspalomas nach Playa de Ingles am Sandy Beach vorbei und dann die Avenida Tirajana wieder in den Campo. Ich werde das höchstwahrscheinlich im Anschluss an das Wettervideo senden. Ja, abfrischen hier im Wasser, das ist mit Sicherheit ganz gut, aber jetzt rausschwimmen, davon würde ich auch abraten. So, ich gehe noch mal ein bisschen schneller, dass man das vielleicht auch noch ein bisschen deutlicher sieht mit den Liegen. Ja, man sagt, das Auge isst mit, und es gibt einige, die haben sich ein bisschen Mühe gegeben, aber andere wiederum, da sieht es furchtbar aus. So, der Atlantic Beach Club mit dem Suite Hotel dahinter. Und im anderen Video werde ich dann mal, weil es ja noch am Morgen ist, da oben auf der anderen Seite laufen und euch das dann zeigen, bevor ich dann den Rückweg antrete. Ja, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, da an der Strandmeile an Exodor, die Riesentorten, die die früher angeboten haben, 3- und 4- und 5-stöckig, die Attraktion für die Touristen. Ja, vielleicht der ein oder andere, der hier auch noch nicht war
und zu laufen, ich sag mal, eine gute Stunde gemütlich von Maspalomas nach Playa de Ingles, dann ist man hier. Man kann mit dem Bus zurückfahren, mit dem Taxi oder auch wieder laufen, klar. So, ganz einfach der Morgenspaziergang heute in eine andere Richtung. So, und hier vor mir dann die Liegen und die Sonnenschirme an diesem kleinen Strand, natürlich abgegrenzt hier durch die Ein- und Ausfahrt für die Wassersportler. Da ist dann das Baden nicht erlaubt. So, hier natürlich auch das Reinigungskommando, obwohl die ziehen eigentlich nur einen Glattstrich auf den Strand mit reinigen, ist da nichts drin. So, und jetzt zeige ich euch auch noch mal ein paar Bauarbeiten hier am Strand. Also hier der Wassersportverein, wo man alles mieten kann und aufs Wasser kann, und oben drüber der Atlantic Beach Club. So, und hier wird richtig ausgebessert. Die Strandpromenadenmauer von der anderen Seite. Richtig fachmännisch, dass man es auch sieht, dass es ausgebessert wurde. Ja, aber das ist eben so. Hier wird Beton gemischt und das wird dann verdichtet mit der Mauer. So, und ich gehe jetzt hier zurück und verabschiede mich mit diesem Wettervideo der anderen Art hier aus Playa de Ingles und sage bis später zum anderen Video Harry unterwegs oder dann eben zur Realität. Hasta luego.